IC 1941 Berlin Ostbahnhof nach Köln Hauptbahnhof, Stuttgart Hauptbahnhof. Fahren Sie diesen IC von Aachen nach Hauptbahnhof nach Köln Hauptbahnhof. Es ist 20:54 und 12 Sekunden. Wir fahren die DBBR 101, 806 Tonnen schwer, 16 Wagen, 406,3 Meter lang auf der Strecke Aachen-Köln. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Train Sim World 3. Der Danny spielt das. Als erstes müssen wir mal den Fahrtrichtungswender einlegen und nach vorne verlegen. Dann sollten wir die Türen öffnen. Den wieder auf neutral. Können uns derweil mal eben hier unsere Zugsicherungssysteme einschalten. Tiefer, LCP und BZP. So. Können wir uns wieder in unseren Sitz setzen? Haben wir noch ein bisschen Zeit? Das können wir auf Fernlicht abblenden. Genau. Leerstandsbeleuchtung ein. Das lassen wir auf ein. Das Zuglicht auf ein. Können die AFB noch einschalten? Die dann auf 40 setzen. Eigentlich. Das haben wir auch erledigt. Dann sind wir eigentlich soweit abfahrbereit. Es ist natürlich noch warten, bis wir abfahren dürfen. Das hier ist unsere Lok heute. In Rheingold. Aber mir fällt gerade auf, wir müssen noch die Lichter ändern. Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. So. Jetzt gleich Ausfahrt haben. So. Dann fahren wir nonstop nach Köln. Dieser Zug hat Ziel Berlin Ostbahnhof. Steht hier oben auch. Köln Hauptbahnhof IC 1941. Abfahrt jetzt. Schließen die Türen. Schließvorgang eingeleitet. Lösen derweil die Bremse. Wir fahren 64 Kilometer bis Köln. Eigentlich. Was ist denn jetzt Sache hier? Stimmt denn jetzt hier nicht? Das stimmt nicht. Was ist denn? Aufgesperrt, gelöst, gelöst. Jetzt. Ah, okay. Sorry, war meine Schuld. Sollte auch den Bremsschlüssel aufschließen. Ich hoffe, wir kommen trotzdem noch pünktlich an in Köln um 21:47 Uhr.
mit unserem Sandwich IC. So, und ich hoffe, wir dürfen gleich schneller fahren. Aber noch sind wir bei 40, jetzt in dem Moment springt es um. Wunderbar. Wunderschön. Wunderschön. Diese Kurve, einfach ein Traum. Traumhaft. Doch, es ist ein wunderschönes Bild, das muss man einfach mal sagen. Traumhaft. So, langsam kommen wir dann noch auf Geschwindigkeit. Gleich 140. An diesem 4. März 2023. So, 140. So, das wird zu viel. So langsam wird es dann auch dunkel, beziehungsweise ist schon relativ dunkel. Sollte am 4. März um diese Zeit auch dunkel sein, alles andere wäre dann doch komisch. So, dann dürfen wir mit Sicherheit gleich auch mehr fahren. Jetzt dürfen wir erstmal wieder weniger fahren gleich. Naja. Die richtige Geschwindigkeit wird mit Sicherheit noch kommen, wo wir dann vielleicht sogar 200 fahren dürfen. Im LZB-Modus natürlich, selbstverständlich. Ab 160 aufwärts wird nur noch im LZB-Modus gefahren. Beziehungsweise alles, was nach 160 kommt. Weil 160 dürfen ja teilweise auch die Interregios fahren, beziehungsweise die Regionalexpresse. Und die haben in der Regel keine LZB. Von daher, also alles, was nach 160 km/h kommt, wird im LZB-Modus gefahren. Und das hat ganz einfach damit zu tun, dass der normale Lokführer die Signale gar nicht mehr so schnell erkennen kann, was dort vorgeschrieben ist, beziehungsweise vorgegeben ist an Geschwindigkeit. Und darum wird dann im LZB-Modus gefahren, weil die dann die jeweiligen geforderten Geschwindigkeiten erkennt und wir jetzt hier mal ein bisschen langsamer werden müssen. Zugbeeinflussung. So. Das haben wir soweit geschafft.
Also wie gesagt, alles was ab nach 160 gefahren an Geschwindigkeiten kommt, wird mit LZB gefahren, weil wie gesagt, der normale Lokführer die vorgegebenen Geschwindigkeiten auf den Signalen gar nicht mehr erkennen kann und dementsprechend dann auch nicht einhalten kann. So, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen langsamer werden. Ach, shit. Ich war zu lang. Wegen dem roten Signal. Habe ich gar nicht gesehen. Ja. Okay, habe ich nicht gesehen. Ich habe das gelbe Vorsignal nicht gesehen. Ich habe das gelbe Vorsignal nicht gesehen. Das war jetzt voll meine Schuld. Absolut. Das war jetzt meine Schuld. Komm von Quatschen. Ja, ist ja gut jetzt. So. Dürfen wir natürlich erstmal wieder nur unter 24 bleiben, das heißt, machen das Ganze erstmal auf 20, so damit nichts anbrennt. Das war jetzt meine Schuld. Logisch, ich war zu schnell. Das gebe ich gerne zu. Ich war voll zu schnell. Ich habe das gelbe Vorsignal nicht gesehen und dementsprechend natürlich auch das rote nicht und ja. Aber es gibt ja die sogenannte PZB und die hat uns jetzt davor bewahrt, über ein rotes Signal zu fahren. Sie hat genau das gemacht, was sie machen soll. Sie hat nämlich eingegriffen. Eine schöne Demonstration der Zugsicherungssysteme. Wunderbar, absolut, erste Sahne. Wenn der Lokführer nicht aufpasst, greift die PZB ein und genau das hat sie hier getan. Eine wunderbare Demonstration. So, jetzt dürfen wir immerhin schon mal wieder 45. Das macht noch 40. Sind wir denn jetzt noch? Ne, wir sind ja gar nicht mehr unter Beeinflussung, oder? Ne, dann können wir auch auf 110 gehen. Ja. Da müssen wir nämlich jetzt eh hin. Weil wir sind ja nicht mehr unter Beeinflussung. Ne, gut. Machen wir das. Also das war jetzt eine wunderbare Vorführung der Zugsicherungssysteme. So, wir haben jetzt gleich wieder rot. Das heißt, bremsen wieder ein bisschen. Gehen runter auf 45. Also wir haben hier mit roten Signalen zu kämpfen anscheinend. Warum auch immer. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. SIFA. SIFA. Also irgendwas oder irgendwer ist hier vor uns. Deswegen haben wir hier keine freie Fahrt. So, jetzt ist rot. Das heißt, wir können wieder aufschalten. Rot. Grün, das können wir wieder aufschalten. So. Schon wieder gelbes Vorsignal oder was geht jetzt hier ab? Zugbeeinflussung. Schon wieder rot. Meine Güte, es ist aber jetzt hier. Was ist denn hier los?
wieder grün. Jetzt dürfen wir uns wieder befreien. So. Meine Güte, ganz schön viel Hektik hier am Anfang. Was ist denn los hier? Schon wieder gelb. Schon wieder auf 80 gehen. Mein Gott, man ist ja nur am Bremsen hier. Ist wieder grün. Ich blicke hier nicht mehr durch. Wäre schön, wenn wir jetzt langsam mal in der LZB kommen, weil die regelt das dann von alleine. Also richtig viel Action hier am Anfang. Aber anscheinend haben wir die rote Welle jetzt überwunden, wie es ausschaut auf jeden Fall bis jetzt. Und dass wir jetzt vielleicht freie Fahrt haben. Dass das Hindernis, was es auch ist, bei uns beseitigt wurde, es sieht so aus. Also LZB würde dem Szenario jetzt sehr gut tun. Sagen wir es mal so. So, ist auf jeden Fall gleich erstmal wieder 80. Aber das dauert noch ein klein bisschen. Ist jetzt wieder aufgehoben anscheinend. Hm. Wieder gelb. Ich drehe durch. Ach, was ist hier nur los? Irgendwas scheint uns hier zu blockieren. Ich weiß aber noch nicht so genau was. Thank you.
Irgendjemand, irgendwas ist da vor uns. Ist auf jeden Fall jetzt grün. Aber trotzdem haben wir noch gelb vor uns. Das war das Signal da hinten. Deswegen bleiben wir jetzt erstmal bei der Geschwindigkeit hier. Aber wir warten erstmal ab. Habe ich mir nämlich gedacht. Dann wieder ein rotes Signal kommt, beziehungsweise gelbes Vorsignal. Ist wirklich nicht einfach gerade. Jetzt müssen wir hier so ein bisschen auf Sicht fahren, weil wir nicht genau wissen, wie sich das mit den Signalen verhält in Zukunft oder in nächster Zeit. Klar, ich könnte es wieder aufschalten auf 80 und dann wieder abschalten, aber das ist Blödsinn, finde ich, weil es fängt auch noch an zu regnen. Herzlichen Glückwunsch, jetzt kommt alles dazu, um Gottes Willen. Okay, was. Notbremsventil, Scheibenwischer. So. So, grün. Aber bleibt das nach dem Signal? So ist die Frage. Ist doch alles nicht einfach, ey. Gehen wir erstmal auf 80. Tja, wie sieht das jetzt mit den Signalen aus? Kann ich jetzt wagen, aufzuschalten oder muss ich gleich wieder bremsen? Was sagt ihr? Hier kommt das eine Hamsterbacke entgegen. Jetzt gibt es auch noch Gewitter. Jetzt ist aber alles zu Ende hier. Was ist das nur wieder für ein Szenario? Gewitter am 4. März. Halleluja, Marie. Ui, es blitzt und donnert aber ordentlich hier. Ihr hört's? Geht ordentlich zur Sache hier draußen. Schade. Ah.
Ah, wir dürfen gleich endlich 200, und dann sind wir mit Sicherheit in der LZB drin. LZB! Endlich! Ein richtig schönes Fahrplanszenario mit allem, was dazu gehört. Am Anfang Stress mit den Signalen, jetzt Regen und Gewitter, dunkle Nacht. Sturm zieht anscheinend auf und trotzdem müssen wir da durch. Ein wunderschönes Szenario, das man sich nicht besser ausdenken kann. Wir hatten die RE, beziehungsweise wartet. Der Fernverkehrszug natürlich Vorrang hat. Es blitzt nach wie vor fröhlich vor sich hin. Zweihundert noch nicht erreicht. Ei, der war heftig. Wahnsinn. Fehlt jetzt eigentlich nur noch, dass ein Blitz in die Oberleitung einschlägt und nichts mehr geht, wie hier stranden. Ah, oh, habt ihr den gesehen? Wahnsinn. Dann ist hier sowieso alles zu Ende. Dann stehen wir nämlich hier. Ich glaube, den habe ich. Ich glaube, den habe ich. Boah. 28 Kilometer bis Köln.
Der Donner? Da ist er. Ein richtig schönes Szenario. Entschuldigung, verschlucken ist blöd. Oh. Oh. Entschuldigung, oh, wenn man einmal sich verschluckt hat. Schon fast in Köln, 20 Kilometer circa noch. Im nächtlichen Sturm oder abendlichen Sturm. Nacht ist es ja noch nicht. Wir haben Viertel vor 10 circa oder was haben wir? Ab 10 gleich, ja. Also ist abendlicher Sturm. Der nochmal aufhört bis Köln? Ich habe da so meine Zweifel. Bin mal gespannt, wenn ich genau heute in 2 Wochen... Entschuldigung, boah, jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Entschuldigung. Boah. Bin echt gespannt, wenn ich in 2 Wochen, genau heute in 2 Wochen nach Leipzig fahre, wie sich da das Wetter verhält. Ob wir pünktlich in Leipzig ankommen oder ob es später wird. Ob es Probleme wieder mit Türen gibt oder Personen im Gleis oder. Bin da echt gespannt, ob wir da pünktlich ankommen werden. Mit dem IC... abwarten, würde ich sagen. Auf jeden Fall erste Klasse. Ist ja logisch. Und ja, dann schauen wir mal, ob die Bahn ihren Service einhält, den sie verspricht. Platzreservierung, alles dabei. Wie sie es gehört. Echt gespannt drauf. So, was sagt denn die Uhr? 16 Kilometer, gute halbe Viertelstunde noch. So. Ich glaube, das Gewitter hat so langsam nachgelassen. Es ist, glaube ich, nur noch am Regnen. Also Blitzen habe ich jetzt irgendwie nicht mehr gesehen seit längerer Zeit. Also, ah doch. Okay, alles klar. Ich sag ja schon gar nichts mehr. Gewitter ist also doch noch da. Was passiert eigentlich, wenn ein Blitz in den Zug einschlägt, also in die Wagen? Wahrscheinlich passiert da gar nichts, weil das alles aus Eisen ist. Aus Stahl, Eisen, und das wird dann wahrscheinlich komplett in die Erde abgeleitet über den Rahmen und über die Drehgestelle. So, bis jetzt? Haben wir eine Geschwindigkeitsbeschränkung? Nein. Alles wie es sein soll. Gut. Und das wird dann wahrscheinlich komplett in die Erde abgeleitet. Wie beim Auto auch, über die Gummireifen. Sie fahren.
So, wir nähern uns mit Riesenschritten Köln Hauptbahnhof. Boah, das Gewitter blitzt nach wie vor sich hin. Es ist nicht abzusehen, dass sich das jetzt in nächster Zeit bessert, das Wetter. Aber ja, es ist dann so. Auch da muss man durch. Als Lokführer kann man sich nicht aussuchen. Wenn man nicht fahren würde, wenn es regnet oder gewittert, dann würden die Züge sehr oft im Jahr nicht fahren. Und das wäre wiederum sehr schlecht für Passagiere. Für das Unternehmen selber auch, weil massivst Umsatzeinbußen dann herrschen würden. Und daher, man kann sich das Wetter nicht aussuchen. Ich kann es mal bei meinem Job auch nicht aussuchen. Muss man halt durch, ne? Weil das Wetter kann man nicht ändern. So, 7,6 Kilometer noch. Und gleich die Geschwindigkeitsbeschränkung von 160. Und sobald die einsetzt, werde ich dann auch wieder mit HAT fahren, weil wir uns dann wahrscheinlich dem LCB-Ende nähern. Dann der PCB wieder übernimmt. Und da möchte ich ungern in eine Zwangse geraten. So. Da kommt jetzt die angekündigten 160 km/h. Wäre natürlich super, wenn wir jetzt mit LZB in den Kölner Hauptbahnhof einfahren würden. Das wäre natürlich supi. LZB zu Ende wahrscheinlich, oder? Nee, auf 70. Die 70 angekündigt. Ja, 70. Genau, jetzt kommt die Bremsung, ja. Alles gut, alles gut, alles gut. LCB gleich zu Ende. Müssen wir mich wieder ein bisschen aufpassen hier. 60. Jetzt müssen wir nämlich ein bisschen aufpassen hier. Da steht ein IC. Und da vorne gibt es Quittieren.
Ah, wieso stehen wir denn jetzt? Mein Gott. War wahrscheinlich die AfD dran schuld. Zwangsbremsung hatten wir ja nicht. Das hätte der angesagt. Keine Markierung hier? Zugbeeinflussung. Doch, da vorne. SIFA. Ich war zu schnell, verdammte Scheiße. Sachtet ruhig, sachtet ruhig. So. Öffnest du jetzt mal bitte die Türen hier? Was soll denn der Scheiß? Wahrscheinlich sind wir zu früh. Das ist das Problem. Wir sind zu früh. Aber besser zu früh als zu spät. Wenn Sie hier noch ein bisschen umsehen. Im Kölner Hauptbahnhof. Und hier noch eine Quietschi anhält. Bitte nicht einstehen. Delay, eine Minute. Wir sind doch zu früh. Wieso? 21:47. Wo sind wir denn zu spät? Das ist doch schon wieder, weiß ich nicht. Naja. Folgezüge 21:57. IC1941. Stuttgart Hauptbahnhof. Das ist der hier. Fährt weiter von Köln nach Stuttgart. Und kommt von Berlin Ostbahnhof. Aber wieso wir eine Minute zu spät sind, das will mir nicht so ganz in den Kopf. Aber ja, dann ist das halt so. Ah ja,
RE1 Hamm-Westfalen Hauptbahnhof und RE8 Koblenz Hauptbahnhof. Und es blitzt vor sich hin. Gibt es keinen Morgen mehr. Schade, da können wir nicht drüber. So. Pulheim, Stommeln, Rommerskirchen, Refenbruch und Mönchengladbach, der RE8 um 21.59 Uhr. Folgezüge sind dementsprechend dann 22.59 Uhr RE8 nach Mönchengladbach und Gleis 9 um 22.12 Uhr nach der RE1 nach Aachen Hauptbahnhof, über Horchheim Hauptbahnhof, Düren, Eschweiler, Aachen. Rote Erde, würde ich sagen. Folgezüge ist der RB oder die RB27 nach Mönchengladbach um 22.25 Uhr. Dann schauen wir uns hier nochmal so um. Köln-Messedeutz, Köln-Trimbornstraße, Köln und so weiter. Au-Sieg um 21.39 Uhr. Die S19 um. Folgezüge sind die S11 nach Bergisch Gladbach um 21.47 Uhr und die S6 nach Essen, Westfalia Hauptbahnhof um 22.07 Uhr. So. Ja, dann gleich ist es soweit. 5 Minuten noch. Sozusagen in die Kölner Unterwelt. Wieder schön, so ein IC, immer wieder schön. So, sonst müsste es aber auch gleich bald soweit sein, bis wir das Szenario endlich abschließen können. Oh, da hat aber jemand gute Laune, oder? Habt ihr es gehört? Das fröhliche Pfeifen. Warst du das? Ja, hübsche Frau, warst du das? Ich würde mir an deiner Stelle ein bisschen mehr anziehen. Das ist nicht gerade sommerlich draußen. Nimm dir mal ein Beispiel an die Herren hier. Und an die Frau. Aber ja, ist ja deine Gesundheit. Ja, Rheingold. Wir könnten ja mal die Scheibenwische ausstellen. Hier brauchen wir die ja wirklich nicht. Es ist nach wie vor am Regnen. Dort die Hohenzollernbrücke.
Da der prächtige Dom. So 2 Minuten noch. Dort finden ja immer die Kölner Lichter statt. Am Rhein. Ich selbst saß hier schon mal. Hier auf den Stufen, die jetzt hier natürlich nicht vorhanden sind. Aber da sind normalerweise so Stufen und da kann man sich wunderbar hinsetzen und dann den Kölner Lichtern zuschauen. Hier sind sie schon wieder am Bauen. Ja, so ist das in Köln. Ein wunderschöner Bahnhof. Da dort Convention Hall oder die ist so immer diese Games Convention drin in der Halle da, glaube ich. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Und da oben fliegt ein Flugzeug in die Sonne oder wo auch immer hin. Da hinten fährt die Polizei, ihr seht's. Hier fährt irgendwas ein. Bergisch Gladbach. So, jetzt müsste es sich ja gleich beheben. Na komm. So, Türen zu, Szenario beendet. Wunderbar. Benötigte Zeit 53 Minuten 04. Gold haben wir erhalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt noch einen schönen Samstag. Habt ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf. Bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer der Dennis Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Macht's gut. Bye. Bye.